Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Heute zu einem schnellen kleinen Video, wo ich euch noch einmal die White & Drawings vorstelle. Das habe ich in einem meiner letzten Videos schon getan. Verlinke ich euch hier oben bei dem i. Diese Tinten sind von Octopus Fluids und es sind einmal Tinten, mit denen ihr schreiben könnt, aber auch zeichnen könnt. Sie sind wasserfest und lichtbeständig und ich habe euch in dem letzten Video erzählt, wie ich diese Tinten finde. Ich bin überzeugt davon, mir gefallen die sehr gut und vor allem, weil sie eben wasserfest sind, kann ich sie für meine Weihnachtspost verwenden. Ich schreibe total gerne mit Füller und benutze gerne Kalligrafie und bin jetzt richtig happy, dass ich das auch auf Umschlägen machen kann und keine Angst haben muss, dass der Regen mir meine kleinen Umschläge kaputt macht und die Sachen nicht mehr ankommen. Ich gestalte heute einfach mal einen Umschlag mit euch, wie ich das machen würde. Und ihr könnt mir dabei gerne über die Schulter schauen. Ich benutze hier so eine Kalligrafiefeder und eine relativ weiche Spitze und werde einmal einen Umschlag gestalten. Und dazu fange ich einfach an, indem ich hier eine Adresse drauf schreibe und einen Absender und dann das Ganze vielleicht noch mit ein, zwei schönen Bildchen versehe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wie man einen solchen Umschlag gestalten kann. Achtet darauf,
dass euer Umschlag keine Wasserspritzer drauf hat, so wie bei mir hier. Sonst läuft euch die Tinte im nassen Zustand natürlich da hinein. Aber um euch noch einmal zu zeigen, was das Coole an diesen Tinten ist. Also ich habe jetzt einen Umschlag mit Tinte gestaltet und ich mache jetzt hier Folgendes. Ich nehme meine Wassersprühflasche und sprühe meinen gesamten Umschlag einmal nass. So viel kann es überhaupt gar nicht regnen. Und ihr seht, es passiert gar nichts damit. Auch wenn ich das jetzt hier einmal abtupfe komplett, passiert hier nichts. Das Einzige, was sich auflöst, das ist mein Umschlag selbst. Aber die Tinte verläuft nicht. Und das gibt uns natürlich in der Gestaltung für solche schönen Schmuckumschläge ganz neue Möglichkeiten. Ich hoffe, dieses kleine Kalligrafie-Video hat euch gefallen. Ich verlinke euch die tollen White & Drawings von Octopus unten in der Infobox. Schaut doch da mal vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Bleibt gesund und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Tschüss!